Hallo, grüß euch und herzlich willkommen zu Ars Electronica Home Delivery. Wir haben heute richtig viel vor, denn in den nächsten 1,5 Stunden machen wir eine Tour durch die Ausstellung Compass Navigating the Future und wir schauen uns anhand einiger Beispiele aus den Ausstellungen Global Shift und Understanding Artificial Intelligence an, wie der Mensch, wie die Menschheit mit immer fortschrittlicheren Technologien Einfluss nimmt auf den Lebensraum der Menschen, auf die Lebensart und damit natürlich auch auf die Gesellschaft, in der wir leben. Wie gesagt, wir haben richtig viel vor, 1,5 Stunden Programm und wir machen auch einige Dinge, die wir vorher noch nie gemacht haben. Ihr daheim seid quasi heute Teil eines großen Experimentes hier bei uns im Ars Electronica Center. Und dazu möchte ich auch ganz besonders herzlich die Studentinnen und Studenten der Fachhochschule für Marketing am Campus Wieselburg begrüßen. Schön, dass ihr heute mit dabei seid. Bis wir wieder Führungen hier im Museum machen können, dauert es vielleicht noch ein bisschen. Aber bei diesen Führungen, da wird natürlich in der Regel werden Fragen gestellt, es wird diskutiert und das wollen wir heute auch mit euch daheim probieren. Und dazu nutzen wir eine neue Technologie, die wir bis jetzt bei unseren Workshops und internen Schulungen verwendet haben, aber halt noch nie in diesem Online-Szenario. Und das nennt sich Mentimeter und das probieren wir am besten gleich mal aus. Die Kollegen aus der Regie, die schalten jetzt auf das Bild auf meinem Laptop. Und ihr daheim könnt da jetzt auf die Webseite www.menti.com gehen. Und da gibt es dann die Möglichkeit, den Code einzugeben, 755714. Oder ihr könnt auch ein Smartphone oder Tablet nutzen und mit der entsprechenden Funktion einfach diesen QR-Code fotografieren. Dann kommt es auf dieselbe Webseite und könnt euch den Code sparen, der ist dann da drinnen schon eingebettet. Die Ausstellung, in der wir uns jetzt gerade befinden, die gibt es noch gar nicht so lange, gerade mal ein Jahr. Und jetzt wird uns natürlich interessieren, wer von euch die Ausstellung schon kennt, wer von euch denn schon mal da war. Und genau darauf zielt auch die erste Frage ab, die wir über Mentimeter stellen wollen. Ich schalte jetzt hier diesen Code mal weg. Und wer das Ganze noch nicht fertig eingegeben hat, auch auf der oberen Seite, auch ganz oben auf dem Bild, steht auch nochmal die Webseite www.menti.com und der Code 755714. Und der Code, der wird auch während der ganzen Zeit immer wieder, wenn Mentimeter zum Einsatz kommt, zum Sehen sein, für den Fall, dass ihr versehentlich euer Browserfenster schließt oder das Handy ausschaltet oder so. Okay. Jetzt sollte bei euch daheim auch schon die erste Frage auftauchen und die lautet ganz simpel, wann warst du das letzte Mal im Ars Electronica Center und da interessiert uns natürlich ganz besonders, kennt ihr die neue Ausstellung schon? Und ich sehe auch schon, da kommen die ersten Ergebnisse rein und ganz viele waren tatsächlich noch nie hier bei uns im Center. Das müssen wir natürlich schleunigst nachholen, sobald uns Corona das erlaubt. Haben sich bis jetzt gemeldet. Das ist sehr gut. Das freut mich. Ich warte noch ein bisschen. Vielleicht kommen noch ein paar dazu. Es gibt übrigens in dieser Mentimeter-Web-Applikation auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Das sieht man dann ganz unten. Da steht eine Frage stellen. Und das könnt ihr während der ganzen Präsentation übermachen. Immer wenn ihr was wissen wollt oder wenn ihr Fragen an den gerade sprechenden Referenten habt, einfach eine Frage stellen. Das poppt dann bei mir auf. Und ich kann dann die Frage mit meinen Kollegen besprechen. Denn natürlich die ganzen 1,5 Stunden rede nicht nur ich allein, sondern wir haben tatkräftige Unterstützung vom Ars Electronica Vermittlungsteam bekommen. Aber die stelle ich dann eh gleich vor. Sehr schön. 2 waren in letzter Zeit bei uns, 8 ist schon ein bisschen länger her und 11 waren tatsächlich noch nie hier im Ars Electronica Center. Naja, dann werden wir schauen. Ich kann jetzt noch nicht abschätzen, wann das Ars Electronica Center wieder öffnen wird, aber das gehört auf jeden Fall nachgeholt. Das Ars Electronica Center ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Gut, und damit würde ich sagen, legen wir auch schon los. Jetzt geht es weiter mit meinem Kollegen Philipp Gartliner und der erzählt uns jetzt was über die Ausstellung Global Shift. Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich heute das Areal Global Shift vorstellen darf.
Und im Global Shift geht es so im Großen und Ganzen um eben diese von Thomas schon angesprochenen Veränderungen durch uns als Menschen, als Gesellschaft. Das sind verschiedene Dinge, wahrscheinlich fallen euch da schon jede Menge Beispiele ein. Und im Global Shift ist sozusagen dieses Überthema das sogenannte Anthropozän. Das heißt, das vom Menschen geprägte Zeitalter, wo wir eben der stärkste Faktor in verschiedenen Sphären sind, also von der Atmosphäre über die Biosphäre. Wir verändern unsere Gewässer und wir verändern überhaupt die Oberfläche auf unserem Planeten. Und da habe ich ein paar Beispiele vorbereitet. Hinter mir sieht man schon so eine Weltkarte mit verschiedenen Einfärbungen. Und diese Einfärbungen, in dem Fall sind die die Lichtverschmutzung. Das heißt, die tritt überall dort stärker auf, wo es eben eine höhere Dichte an Bevölkerung gibt. Und es gibt ganz deutlich sichtbar immer wieder so Zonen, wo das eben ganz stark auftritt. Man erkennt manche Strukturen, die vielleicht sehr berühmt sind, wie da in Nordafrika, Ägypten, da sieht man den Nil. Also man sieht da diese hellere Linie, die dann in so ein breites Delta mündet. Und jetzt haben wir schon kurz ein bisschen eine hellere Einfärbung gesehen. Es besteht nämlich aus zwei Bildern. Das erste ist von Anfang der 90er, ich glaube 1992. Und das, was wir jetzt gerade sehen, das ist 2016. Das heißt, das, was wir da herauslesen können, ist, die Region um den Nil ist in dieser Zeit wesentlich heller geworden. Ist zum einen wahrscheinlich wegen der verstärkten Elektrifizierung und zum anderen natürlich generell Bevölkerungswachstum. Und wenn man da ein bisschen herumschaut, man erkennt dann natürlich Länder wie zum Beispiel Indien und China, die leuchten da sehr hell heraus. Aber auch in Europa immer wieder Gegenden, zum Beispiel das Mailänder Becken da in Norditalien, das sehr hell ist, oder Städte wie Madrid, Moskau, Berlin, die stechen da heraus. Und so sieht man quasi unsere Verbreitung auf dem Planeten und dass wir da schon sehr feine Netzwerke gesponnen haben, die man sogar eben teilweise vom All aus sehen kann. Und ich habe noch ein zweites Bild auf diesem Bildschirm. Da geht es auch ein bisschen um die menschliche Produktion. Ein Thema, das wir die letzten Jahre sehr oft hören, ist eben auch die Produktion in unserer Biosphäre. Also in dem Fall sieht man ein Gebiet im Regenwald, im Chaco-Regenwald. Und diese Flächen, diese geometrischen Strukturen, die man da erkennen, sind teilweise eben Straßen. Und in weiterer Folge Felder. Und historisch leitet sich ja das Wort Infrastruktur eigentlich eh von dieser Urbarmachung der Felder ab. Wenn man ein Feld bestellt, braucht man natürlich auch einen Transportweg wie eine Straße oder einen Weg, der eben diese Felder erschließt. Und man sieht, wie sich das über Jahre hinweg natürlich ausdehnt und immer mehr von diesen angelegten Feldern dazukommen. In dem Fall ist ein großer Teil davon sind Sojafelder. Und momentan sehen wir durch diese Einfärbung verschiedene Fortschritte in verschiedenen Jahren. Also das ist ein Satellitenbild aus etwa 800 Kilometer Distanz aufgenommen. Und selbst aus so einer Distanz kann man dann eben solche Veränderungen sehr deutlich erkennen. Und mittlerweile können wir uns das selbst auch anschauen. Diese Daten gibt es auch Open Source im Internet, auf Seiten der ESA oder der NASA. Und gerade jetzt in dieser Lockdown-Phase haben wir ja eigentlich sehr viele solche Bilder gesehen. Nicht unbedingt vom Regenwald, aber auch von der Luftverschmutzung. Und wie sich das plötzlich schlagartig verändert, wenn die Leute mal zu Hause bleiben, wenn die Firmen nicht produzieren, haben wir natürlich bemerkt, es war plötzlich viel eine bessere Luftqualität. Als nächstes möchte ich zu einem anderen Bildschirm, der behandelt das Thema der Hydrosphäre, also unserer Gewässer, wie zum Beispiel Flüsse oder Seen, Ozeane. Und da haben wir auch ein sehr markantes Beispiel von unserer menschlichen Produktion und wie das sozusagen
den Planeten verändern kann, weil auf dem Bild sieht man wieder ein Satellitenbild vom Aralsee. Und wenn man da jetzt genau diese Region beobachtet, nimmt die Wassermenge im Aralsee-Becken, da im östlichen Becken, sehr stark ab. Also in den letzten 50 Jahren ist dieses Becken völlig ausgetrocknet. Und zwar, weil man eben jede Menge Wasser braucht hat, damit man zum Beispiel Felder bewässern kann. Und dort in der Region gibt es eine sehr starke Baumwollproduktion. Es ist eine trockene Gegend, also ist es naheliegend oder fast zwingend, dass man da dann so Wasservorräte anzapft. Und jetzt sieht man, wie der Aralsee eben da vor dieser menschlichen Einflussnahme ausgesehen hat. Also durchaus ein riesengroßes Becken. Und er ist dann in etwa 2007 auf nur noch ein Zehntel der Fläche zusammengeschrumpft. Also auch das ein Beispiel, wie unsere Handlungen die Oberfläche verändern. Und jetzt mache ich einen kleinen geschichtlichen Sprung zum nächsten Bildschirm, wo es um unsere Infrastruktur geht, aber nicht im Sinne von Wegen, sondern eher in Richtung Kommunikation. Es läuft bei uns unter dem Übertitel Digital Spaces. Wir bewegen uns ja jetzt gerade auch sehr viel in digitalen Räumen, vor allem im Moment. Und das Ganze benötigt natürlich auch jede Menge physische Infrastruktur, wie zum Beispiel in unserem Fall jetzt sind es die Internetverbindungen, aber das hat ja schon viel früher begonnen. Ich suche kurz diese Folie, die ich da zeigen möchte. Das ist eine ältere Karte aus der Zeit um 1850. Und wenn man da, ich hoffe, Sie erkennen diese Details, man sieht da so Linien und Verbindungen zwischen Kontinenten, Ländern. Und dabei handelt es sich um die Telegrafenkabelverbindungen. Das heißt, auch für die Telegrafie war natürlich so eine Basisinfrastruktur notwendig. Und man sieht, wie da der Planet im wahrsten Sinne des Wortes vernetzt wird. Und im Jahr 1850 ist eben da das erste interkontinentale Kabel gezogen worden zwischen Europa und USA. Das war am Anfang sehr problematisch, weil man hat natürlich wissen müssen, wie schaut diese, also die sind ja durch die Ozeane gelegt, großteils. Und dann muss man natürlich wissen, wie ist da die Bodenoberfläche beschaffen. Durch einen Wellengang kann dann so ein Kabel auf irgendeinem Felsen scheuern, es reißt und das ist dann natürlich ein Problem, wenn man das wieder reparieren muss und finden muss überhaupt, wo ist das gerissen. Und wenn wir uns heute dann, oder was ich fast vergessen hätte, die Infrastruktur ist natürlich sehr physisch. Das heißt, wenn man jetzt ein Kabel unterseemäßig verlegen will, dann braucht man natürlich eine super Isolierung. Sonst gibt es Probleme mit Korrosion und so weiter und es muss natürlich eine dichte Sache sein. Und in der Zeit war eben dann dieses Phänomen, dass man sehr viel Kautschuk verbraucht hat. Also die Isolierungen dieser Kabel waren aus Kautschuk. Und in dem Fall muss man sagen, Kautschuk wächst auf Bäumen sozusagen. Und da hat man eine Insel in Indonesien, also die Insel heißt Bangka. Die wurde damals völlig gerodet, komplett entwaldet, eben für diese Telegrafenkabelproduktion und für das internationale Vernetzen. Damals ist das natürlich niemandem großartig aufgefallen im globalen Sinne, höchstens der regionalen Bevölkerung. Aber für einen Telegraf in England sozusagen war das nichts, was der überhaupt sehen hat können. Das ist ja auch ein Aspekt unserer Ausstellung, dass wir eben genau solche Sachen highlighten, dass wir eben zeigen, was macht unser vielleicht oft unreflektiertes Handeln, was hinterlässt ist woanders vielleicht für Spuren. Und die nächste Folie stellt dann unsere Internetverbindungen dar und wenn man jetzt genau geschaut hat, sind das eigentlich fast die gleichen Routen. Ist natürlich stärker ausgebaut, wir können heute viel mehr Datenmengen da übertragen in viel kürzerer Zeit, aber es ist natürlich auch eine extrem wichtige Infrastruktur. Wenn man sich vorstellt, was hätte man jetzt gemacht in der Lockdown-Zeit, ohne diese Kommunikation, da wäre es wahrscheinlich drunter und drüber gegangen. In dem Sinne eigentlich eine gute Sache, dass es das gibt heute, aber auch das hat natürlich wieder Spuren, die es hinterlässt.
In dem Fall muss man fast sagen, ihr kommt ja aus dem Bereich Produktmanagement, soweit ich das richtig gelesen habe. Ein gutes Produkt löst immer irgendein Problem, sonst wird es schwer, das zu verkaufen. Da sind natürlich sehr viele Probleme, die das löst, aber andere, die wieder neu aufpoppen, neue Herausforderungen, die man dann lösen muss. Und da gibt es ja etliche Beispiele, vielleicht habt ihr das eh schon gehört, Rechenzentren, die einen enormen Energieverbrauch heute haben. Wir streamen, jetzt im Moment zumindest, wir schauen vielleicht irgendwelche Serien im Internet und das Ganze hat natürlich einen sehr hohen Energieverbrauch. Die Rechenzentren produzieren auch sehr viel Abwärme und müssen dann gekühlt werden. Und gerade der Internetgigant Google war da sehr lange in der Kritik. Seit einiger Zeit ist es aber so, dass Google zum Beispiel mehr erneuerbare Energie zukauft, als sie selbst verbrauchen. Was ja wieder irgendwo eine gute Sache ist. Das Ganze passiert natürlich nicht aus reinem Altruismus, sondern weil das zunehmend zu einem gesellschaftlichen Thema wird. Das hat vielleicht vor einigen Jahren niemanden interessiert. Heute schon. Heute diskutieren wir global über solche Dinge, wie wir mit unserem Planeten umgehen wollen. Und da hat Google dann sozusagen darauf reagiert. Und als nächstes werde ich wieder überleiten in Richtung Thomas, weil wir haben da eine Frage an euch vorbereitet. Vielleicht schauen wir wieder zum Kollegen. Ja, die Bildregie schaltet uns jetzt bitte wieder auf das Bild von meinem Laptop, denn mir ist vorher ein kleiner Fehler passiert. Ich habe die Frage schon vor ein paar Minuten gestellt und unser großartiges Publikum hat hier natürlich auch schon die ersten Antworten geliefert. Und die Frage war konkret nach Produkten oder Dienstleistungen, die ökologische Probleme lösen, wie zum Beispiel diese Rechenzentren von Google. Mhm. Und da sind schon ein paar Antworten gekommen. Das Super. Elektroauto zum Beispiel, das E-Car oder Müllabfuhr, Recyclingzentren, Pfandsysteme, Zero Waste Shops. Kennst du einen Zero Waste Shop? Ich war noch nicht dort, aber kennen tue ich das Ganze natürlich. Das ist auch eine super Idee, ja. Energiesparlampen mit den Öffis fahren, natürlich. Iconity, kennst du das? Ist mir noch nicht bekannt. Vielleicht kann uns der oder diejenige, die uns Iconity vorgeschlagen hat, das einmal kurz ein bisschen erläutern. Da kommen noch weitere Antworten. Genau. Hybridautos, natürlich, sind jetzt in aller Munde. Photovoltaik, auch staatlich gefördert im Moment, glaube ich. Windräder, ja, das passt gut. Menstruationstassen zielt, glaube ich, auch in die Richtung Müll vermeiden und ganz Dinge genau wiederverwerten können. Everdrop, sagt dir das was? Ist mir auch noch unbekannt, aber das ist ja umso besser, weil genau, da kriegen wir wieder Input. Übrigens, all die Dinge, die jetzt von euch daheim hier bei uns gepostet werden, die schicken wir euch dann nachher zu. Ich werde dann ein PDF aus dem Ganzen generieren und werde es dann dem Herrn Magister Traun zukommen lassen. Da ist jetzt eine Frage aufgepoppt, die schauen wir uns doch auch gleich mal an. Warum kauft Google mehr Strom, als verbraucht werden kann? Also das kann ich jetzt nur intuitiv beantworten, aber es hat natürlich schon den Effekt, dass man wegkommt von diesem unsauberen Image hin zu einer Firma, die man eigentlich vielleicht ganz lässig findet, weil sie da sozusagen diese Stoßrichtung aufnehmen und ist natürlich auch ein super Beispiel vielleicht für andere große Daten. Ja, außerdem Google gilt ja sowieso bei vielen als böse. Ja, da fühlt man sich dann gleich viel weniger böse, wenn man Google-Dienste nutzt. Ah ja, genau, die Kamera so einstellen, dass man ihn viel auch drauf sieht. Ah, hallo. Sehr gut. Dann würden wir das als beantwortet markieren. Was sagst du? Ich denke, soweit wir es beantworten können. Genau. Wenn es noch mehr Fragen gibt, einfach als Frage stellen. Das ist vielleicht ein wenig gewöhnungsbedürftig. In der deutschen Version von Mentimeter gibt es ein paar Übersetzungseigenheiten. Zum Beispiel, wenn man eine Frage stellt, steht da unten nicht stellen, sondern abstimmen oder so. Ich glaube, das haben sie aus dem Englischen so übersetzt. Gut, dann schauen wir noch, welche weiteren Beiträge das gibt. Brennstoffzellenautos, natürlich erneuerbare Energien, Carsharing, Nukao, kennst du das? Nein, muss ich auch recherchieren. Lauter coole Sachen, die wir uns dann anschauen werden.
Das werden wir googeln. Das werden wir dann googeln, genau, mit Biostrom natürlich. Im Idealfall. Mit Google Biostrom. Alles klar. Wie geht's bei uns weiter? Ich schau mal nach. Jetzt geht's weiter mit... Jetzt müssen wir den Bildschirm, glaube ich, umschalten auf... Anatomy of an AI System. AI. Genau. Bitte schön, ich mache mal Platz. Danke sehr. Also, Anatomy of AI ist ein Projekt an sich von Künstlern, aber auch Datenforschern. Und die haben sich das zum Ziel gemacht, dass sie so ein heutiges digitales Produkt sozusagen aufdröseln in alle Arbeitsschritte. Und zwar im Grunde wirklich eine Anatomie von diesem KI-Produkt. Es geht um Amazon Echo. Vielleicht habt ihr das zu Hause oder ich denke, ihr kennt es. Also ein Sprachassistent, der eben dann smarte Geräte steuern kann, Musik abspielen etc. Vergleichbar mit Siri oder anderen Produkten. Und die Künstler haben sie in dem Fall, also Kate Crawford und Fladan Yola, haben sie einfach Amazon Echo als Objekt vorgenommen und haben über Jahre hinweg versucht zu recherchieren, was braucht es, damit das Produkt existieren kann. Und das ist sozusagen von der Geburt eines Produkts übers Leben vom Produkt und bis hin zum Tod, also bis zum Recycling, hat man sich alle einzelnen Schritte genau angeschaut. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt schon den gleichen Bildschirm seht wie ich. Ja? Also ihr solltet da jetzt das Periodensystem der Elemente sehen. Mit weiß markierten Elementen. Und diese weiß markierten Elemente sind einfach Rohstoffe, die in dem einen Produkt vorkommen. Also wenn man das sieht, sind rund 2/3 aller Elemente da im Periodensystem. Und das finde ich ja schon mal sehr überraschend. Dann, wo kriegt man diese Elemente her, diese Rohstoffe? Meistens oder in vielen Fällen handelt es sich um Metalle, um seltene Erden und so weiter. Und die werden natürlich in Minen abgebaut. Das heißt, man braucht den Rohstoff, man braucht aber auch die Arbeitskraft und das Ganze koordinieren, also auch wieder jede Menge Daten, die man da verarbeitet, allein schon, damit das überhaupt organisiert werden kann. Da gibt es ein Beispiel vom internationalen Chip-Hersteller, der sehr bekannt ist. Und der hat mal versucht vor einigen Jahren, dass er eben die ganze Lieferkette für diesen einen Chip rekonstruiert. Und haben dann nach 4 Jahren oder so, sind sie dann draufgekommen, ja, wir haben 17.000 Zulieferer für ein Chip-Bauteil oder für ein Bauteil für ein Produkt. Warum sie das gemacht haben, war eben, man hat versucht, dass man den Rohstoff Tantal, der ist damals aus Ländern immer bezogen worden, wo es halt um Bürgerrechtsverletzungen geht, um Zwangsarbeit, um Umweltzerstörung und so weiter. Und sie wollten einfach das verhindern als Unternehmen, dass sie ständig mit dem Thema assoziiert werden und haben dann eben versucht zu schauen, ja, wo kommen unsere Rohstoffe eigentlich her. Also 17.000 Zulieferer für ein Bauteil, finde ich bemerkenswert. Ich habe dann noch zusätzlich recherchiert, ein durchschnittliches Smartphone, zum Beispiel iPhone oder von anderen Herstellern, Samsung, hat zwischen 1.000 und 2.500 Zulieferer. Also alleine das zu koordinieren, ist schon wieder Kunst für sich, aber das ist eher eure Rubrik. Und ich versuche jetzt mal, diesen Produktlebenszyklus ein bisschen herzuzeigen. Also wir kommen vor den Elementen zu den Minen, dann müssen diese in den Minen gewonnenen Rohstoffe natürlich weiterverarbeitet werden, also geschmolzen, aufgereinigt. Dann geht es weiter zu den Bauteilherstellern, also man merkt schon dazwischen auch jede Menge menschliche Arbeit, Transport, Logistik und so weiter. Und am Schluss wird es endgefertigt, in dem Fall in China. Und auch da ist natürlich trotz aller Roboterisierung jede Menge menschliche Arbeit mit dabei. Man kennt ja eh die Berichte über Firmen wie Foxconn und so weiter. Und das heißt,
man hat da wirklich versucht, dass man so eine Art Mysterium zu einem Puzzle vervollständigt, das wir wiederum nachvollziehen können. Weil das, was wir im Normalfall mitbekommen von so einem Produkt, ist ja eher die Seite vom User. Das ist übrigens auch ein spannendes Wort, User. Sagt man immer in der IT-Branche für den Konsumenten. Ansonsten kommt das Wort kaum wo vor, außer in der Drogenszene, wo das auch oft User sind, der Drug User. Aber es passt eh ganz gut, die Metapher, weil wir sind alle sehr leicht abhängig zu machen von solchen Technologien. Ich nehme an, ihr habt alle ein Smartphone, dann wisst ihr, was ich meine. Und da sehen wir halt dann diese Kundennutzung von diesem Produkt. Wir generieren jede Menge Daten, wir vernetzen uns global und das Ganze funktioniert ja nur deshalb so gut, das Produkt, weil jede Menge User eben Daten eingeben und die künstliche Intelligenz damit trainieren. Das heißt, wenn ich mit meinem oberösterreichischen Dialekt jetzt Amazon Echo kaufe und das häufig nutze, dann trainiere ich, dass es mich besser verstehen wird in Zukunft. Und es geht immer weiter. Was mit den Daten passiert, wissen wir als Konsumenten eigentlich großteils nicht. Aber da gibt es auch wieder jede Menge große Datenzentren und eben technische Infrastruktur, die das Ganze eigentlich erst ermöglicht. Das Scrollen funktioniert leider sehr langsam. Vielleicht mache ich einfach einen kurzen größeren Sprung zum dritten Lebensabschnitt von so einem Produkt. Jetzt waren wir ja bei der Geburt mit Rohstoffen und Fertigung und dann über das Leben, also die Nutzung durch uns User. Und am Schluss, nach ein paar Jahren hoffentlich, wird das Ding irgendwann erst halt einmal kaputt und dann muss es entsorgt werden. Gerade in der letzten Zeit hat man auch wieder oft lesen können, Recycling, ihr habt es ja selbst schon als großen Punkt genannt vorhin bei der Frage. Und Recycling ist was, was nicht immer nur in Europa passiert oder dort, wo der Kunde das Produkt wegschmeißt, sondern es wird einmal zuerst gesammelt. Und dann gibt es eben auch so Transporte in Richtung Ländern, die das halt gerne annehmen aus verschiedenen Gründen. Da war jetzt vor kurzem Malaysia mit unserem europäischen Hausmüll in den Medien. Aber auch bei diesen elektronischen Produkten ist das Recycling durchaus ein problematisches Thema. Es gibt in Ghana eine Stadt oder einen Bezirk von Accra, der ist eigentlich eine einzige Müllhalde, Elektroschrotthalde. Da gibt es auch Doku drüber, da sieht man, wie Kühe auf diesem Elektroschrott herumlaufen und dort irgendwas abgrasen, was halt dazwischen rauswächst. Aber dass das dort eben nicht so recycelt wird, wie es vielleicht in Wien passieren könnte, ist natürlich auch auf der Hand liegend, weil man nutzt billigste Arbeitskräfte. Die Leute leben davon, dass sie eben auf dieser Müllhalde Kupfer oder andere seltene Erden noch herausziehen. Und wenn man sich das als Mitteleuropäer ansieht, glaubt man es eigentlich kaum. Also es ist irgendwie sehr dystopisch, die Bilder, die man da entstehen lässt. Aber auch das ist was, was eben der Konsument im Normalfall nicht wahrnehmen kann. Und auch bei diesen Schritten ist wieder der Transport ein Riesenthema. Transport ist natürlich eine wichtige Sache in unserer Welt, das haben wir auch gerade gesehen. Wenn die Lieferketten stocken, steht die Welt still. Allerdings ist der Transport natürlich auch eine Herausforderung für uns heute als Gesellschaft, weil wir dadurch natürlich jede Menge Emissionen produzieren. Ist auch die Frage, wie sowas steuerlich mehr oder weniger erfasst werden kann, sodass es zumindest irgendeinen Beitrag leistet. Aber vielleicht zum Thema Transport noch kurz. Also da gibt es auch Verbesserungen in den letzten Jahren. Man hat zum Beispiel neue Gesetze und Richtlinien gemacht zum Thema Schwefelanteil im Treibstoff, also im Schweröl dieser großen Containerschiffe. Also es gibt leichte Fortschritte, aber wie gesagt, deswegen, weil es für uns als Bürger ein Thema ist. Und da komme ich mal schon ein bisschen zum Kernthema der Ausstellung, also Navigating the Future, was mich zur zweiten Frage in Kürze führt, denn wie können wir in der Zukunft navigieren, die wir als Bürger oder als Gesellschaft tatsächlich auch haben wollen?
und wie können wir das verhindern, dass wir eine Zukunft bekommen, die wir nicht haben wollen? Und da seid jetzt wieder ihr gefragt, vielleicht habt ihr Ideen, wie wir da darauf Einfluss nehmen können, was gibt es für gute Ideen? Uns ist natürlich klar, dass das ein Thema ist, dass man jetzt nicht, ich glaube 300 Buchstaben kann man schreiben hier bei Mentimeter, das erlaubt jetzt keine Romane oder so, aber vielleicht doch die eine oder andere Idee zu dem Thema, die wir dann hier gesammelt auch grafisch ein bisschen aufbereitet haben. Übrigens, vorher habt ihr vielleicht daheim auch dieses Geräusch gehört, so dieses etwas nervige, helle Geräusch. Und das war tatsächlich kein digitaler Fehler, sondern was durch und durch Analoges. Das war eine Wasserleitung, die so gequietscht hat, hat man mir erzählt. Also das gehört aber zu Live-Streaming dazu. Live ist live und da gehören auch solche kleine Störungen dazu. Gut, so recht viele Zukunftskonzepte haben wir da noch nicht gekriegt, aber ich glaube, vielleicht war die Frage auch zu... Es ist eine sehr komplexe Frage. ...zu komplex gestellt. Ne? Genau. Aber ich habe schon ein paar sogar Hinweise gegeben. Oh, es kommen die ersten... Tatsächlich. ...Antworten. Medienkompetenz erarbeiten. Mhm. Das ist sicher ein wichtiger Punkt. Heute haben wir ja Medien, die uns sowas vor Augen führen können. Also vor 15 Jahren haben die meisten dieser Fragen ja kaum wen interessiert. Das war ein Minderheitenthema. Heute redet die ganze Welt über Klimawandel, wie gehen wir mit Ressourcen um. Indem wir zusammenhalten und mutig sind, Dinge zu wagen. Das gefällt mir. Genau, das ist absolut gut. Navigating the Future. Also, egal wie es mit der Technik ausschauen wird, zusammenhalten und mutig sich an neue Dinge zu wagen, das braucht man immer. Genau. Man muss darauf zusteuern, dass wir auf das Jetzt schauen und nicht zu weit in die Zukunft. Wenn wir uns auf die schlechteren Dinge der Zukunft konzentrieren, steuern wir genau darauf zu. Also man fokussiert sich auf den Baum und fährt dadurch gegen den Baum. Das ist auch sicherlich ein Punkt. Ich finde auch so den Spruch in schlechten Zeiten, ja, Augen zu und durch. Ja, kennt jeder, sagt man viel oft, aber macht eigentlich nicht so wirklich viel Sinn, weil mit den Augen zu weiß ich nicht, wo ich hinfahre. Ja. Zwei neue Antworten, also demokratische Wege natürlich beschreiten, absolut. Dadurch erst handelt die Politik, ja, wenn sozusagen das Bedürfnis der Bevölkerung stark genug ist in manchen Fragen, dann passiert was. Das finde ich auch spannend. Offen für Neues sein, aber dennoch kritisch und ethisch hinterfragen. Das ist tatsächlich auch eine der Kernaussagen hier bei uns im Ars Electronica. Wir werden oft kritisiert, ja, wir stellen jede neue Technologie als ganz großartig und als ganz, ganz toll hin, aber eigentlich muss man das auch kritisch hinterfragen und genau das machen wir. Aber wenn man gar nicht drüber redet, kann man auch nicht kritisch hinterfragen. Also das finde ich auch ganz besonders spannend. Ja. Richtig politisch wählen. Jetzt müsste man halt auch noch wissen, was das Richtige was richtig ist. Das wäre dann nochmal Zeit für einen eigenen Vortrag. Das finde ich persönlich ja bemerkenswert, dass eigentlich heute alle politischen Richtungen das Thema auf der Agenda haben. Also es geht nicht mehr, dass man jetzt sagt, das ist uns wurscht, das interessiert uns nicht. Das stimmt. Sondern jeder muss sich dazu positionieren und das ist auch was absolut ein demokratischer Fortschritt ist. Auch wenn jeder, der wählt, wahrscheinlich der Ansicht ist, dass er das Richtige gewählt hat. Was ja okay ist. Was total okay ist. Das ist Demokratie. Genau. Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen. Also definitiv. Überlegen, brauche ich wirklich alle zwei Jahre ein neues Smartphone? Oder ach, so. Ja, das finde ich auch cool. Das ist so ein bisschen aus dem Buddhistischen. Achtsam einkaufen, achtsam reisen, achtsam leben. Das gefällt mir gut. Eigene Ideen bringen, also auch wieder Bürgerbeteiligung in dem Sinn. Manipulation. Das verstehe ich nicht. Das lässt Spielraum für Interpretationen offen. Ja, ganz genau. Das lässt sehr viel Spielraum für Interpretationen. Ja. Weil sich selbst anfangen, nicht nur predigen, sondern tatsächlich umsetzen. Ja, ich glaube, da können wir alle zustimmen. Genau. Nicht alle Dinge kaufen, die dem Konsumenten angeboten werden. Mehrere Einzelpersonen können somit auch etwas erreichen. Ja. Gerade mit dieser geplanten Obsolenz, glaube ich, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ja. Brauche ich wirklich jedes Jahr? Gut, ich brauche jedes Jahr ein neues Smartphone, wenn das alte nach einem Jahr hin ist.
Genau, aber könnte man halt ein Gesetz machen, dass man solche Produkte gar nicht in Europa importiert? Das ist ein Beispiel, aber... Ja, das wäre doch so eine heiß geliebte EU-Verordnung, über die wir dann auch in 10 Jahren noch reden können. So, genau. Nach den krummen Gurken, Produkte müssen ein Mindesthaltbarkeitsdatum haben. Gibt es aber tatsächlich Überlegungen zurzeit in die Richtung. Tatsächlich? Mhm. Und auch das Spannend. Recht auf Reparatur. Es gibt ja eh immer mehr so Repair-Cafés, wo dann sozusagen auch Bürgerinitiativen sozusagen die Dinge wieder reparieren. Einen alten Drucker, wer kennt das nicht, das Phänomen? Der Drucker kostet so in etwa das gleiche wie die Tintenpatrone zum Nachfüllen. Ist das vernünftig? Muss das sein? Kann man überlegen. Aber da sind wir eigentlich schon sehr stark am Zug als Konsument und natürlich, wie wir da jetzt auch gelesen haben, als Wähler, der ja durchaus Druck oder Gewichtungen legen kann in eine gewisse Richtung. Ja, und ich glaube, das zeigt auch, wenn man vom Navigieren spricht, dass da tatsächlich auch die Entscheidungsträger und damit auch unsere Politik auch gefordert ist. Ne? Und genau. Ich glaube, die politiküberdrüssige Jugend, die immer von der man gesprochen wird, da ändert sich vielleicht auch bald mal was. Ne? Transparenz finde ich auch sehr spannender Input. Wenn Im Zusammenhang wir wissen, mit Konzerne zerschlagen. Ne? Ja, einerseits das vielleicht, aber andererseits auch, wenn ich weiß als Konsument, was das Produkt sozusagen auf der anderen Seite der Welt macht. Also als Beispiel vielleicht diese schönen Bilder auf den Zigarettenpackungen, wäre eine Idee, dass man sozusagen in die Richtung auch mehr Transparenz erzeugt, indem man irgendwie, ja, da gibt es ja auch diese Herstell- oder wie sagt man, Produkt. Meinst du auf dem Billig-T-Shirt hinten die Näherin aus Bangladesch drauf? Also Extremfall jetzt, aber so in die Richtung einfach Produkte kennzeichnen. Ja? Vielleicht will ich. Ich habe auch jetzt beobachtet das Phänomen, dass viele Leute sehr genau schauen, wo ihr Gemüse im Supermarkt aufgewachsen ist. Erdäpfel aus Ägypten oder Tomaten aus dem Gewächshaus in Spanien und so, müssen wir im Sommer ja gar nicht kaufen und vielleicht auch im Winter nicht, wer weiß. Ne? Cool. Ja, ich finde, wir haben ein ganz großartiges Publikum. Auch das gehört einmal gesagt. Vielen, vielen Dank für Ihre ganzen Wortmeldungen, für Ihre ganzen Ideen. Der Blick auf die Uhr sagt mir, dass es jetzt dann gleich weitergeht mit meinem Kollegen Florian Hofer und der Ausstellung Understanding Artificial Intelligence. Und dazu müssen wir ein bisschen umbauen, wir müssen unser Tischchen rüber bewegen und auch die Kameras umbauen. Und da bitte ich jetzt die Regie, kurz unser kleines Filmchen einzuspielen. Während wir hier umbauen, gibt es Impressionen aus dem Ars Electronica Center, wie das ausgesehen hat, als noch Besucher hier waren, beziehungsweise wie es hoffentlich bald wieder aussehen wird. Tschüss, wir sehen uns in 2-3 Minuten wieder. Ciao.
Hallo, da sind wir auch schon wieder zurück. Wir haben jetzt in der Zwischenzeit umgebaut. Der nächste Programmpunkt ist die Ausstellung Understanding Artificial Intelligence mit meinem lieben Kollegen Florian Hofer. Und bevor es losgeht, wollen wir uns auch hier irgendwie ein Bild machen und Ihnen eine Frage stellen. Das heißt, wir schalten wieder um auf Mentimeter auf meinen Laptop. Und das nächste, was wir von Ihnen wissen wollen, ist, was assoziiert ihr mit künstlicher Intelligenz? Schreibt uns einfach bis zu 3 Begriffe, Gefühle und Adjektive, die euch einfallen. Das kann alles Mögliche sein. Das dauert noch ein bisschen. Wahrscheinlich haben einige von euch die Gelegenheit genutzt, um menschlichen Bedürfnissen nachzugehen, wer weiß. Ah, da kommen jetzt die ersten Ergebnisse rein. Deep Learning, natürlich. Einer der Begriffe, die man immer wieder hört. Kundenservice, Effizienz, ah jawohl, jetzt geht's los, da kommen jetzt schon die ganzen Begriffe rein. Das bildet sich zu einer Word Cloud und wenn Begriffe öfters genannt werden, dann werden die entsprechend größer dargestellt. Zukunft ist zum Beispiel schon öfters geschrieben worden. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hallo, hallo. Ja, da sind ganz, ganz spannende Begriffe drin. Ungewiss ist auch so ein spannender Begriff. Wir wissen wirklich noch nicht, wo uns da die Reise hinbringt. Gefahr, auch relativ groß, ist auch schon öfters genannt worden. Zukunft ist aber eindeutig der größte Begriff. Das ist natürlich wirklich ein richtiges Zukunftsthema. Menschenersatz. Das ist natürlich seit jeher, noch nicht seit jeher, aber eigentlich seit Beginn der Industrialisierung eine Befürchtung der Menschen, insbesondere der arbeitenden Menschen, dass ihre Arbeitskraft irgendwann mal durch Technologie ersetzt wird. Emotionslos, ja, kommt uns zumindest oft so vor. Mensch wird zu Maschine, da haben wir gleich den Übergang, quasi nicht die emotionslose Maschine, sondern der Mensch selber wird auch immer mehr zur Maschine. Ethische Fragen sehe ich hier, Angst, Automatisierung. Das sind natürlich ganz, ganz spannende Themen, das ist klar. Wir wissen teilweise wirklich noch nicht, wohin uns die Reise hinführt, wohin uns die Zukunft bringt. Und wir können vielleicht in manchen Bereichen schon abschätzen, wohin das gehen kann. Und da sind durchaus teilweise ganz beängstigende Aspekte dabei. So, ich schaue mal nach, wie es mit dem Flo ausschaut. Und eine Frage ist gestellt worden, die schaue ich mir auch noch schnell an. Frust, Zukunft, mühsam, hat leider anders nicht funktioniert. Ah, wahrscheinlich hat das nur als Frage funktioniert und nicht vorher bei der Mentimeter-Frage. Trotzdem, vielen, vielen Dank. Ich glaube, das bildet eigentlich schon diese Gedankenblase ganz gut ab, welche Ideen, welche Fragen, welche Aspekte da beim Thema künstliche Intelligenz in den Köpfen unserer Zuschauer rumgehen. Und damit würde ich jetzt sagen, geht's weiter mit dem Florian und der Ausstellung Understanding Artificial Intelligence. Ja, hallo, herzlich willkommen im Aselektroniker Center auch von meiner Seite. Meine Kollegen haben mich ja schon vorgestellt und also mein Name ist Florian und ich darf euch jetzt einen kleinen Einblick in die Ausstellung Artificial Intelligence bieten. Ja, worum geht es überhaupt in dieser Ausstellung? So der Grundansatz ist, dass wir da zum einen unseren Besucherinnen und Besuchern so ein Grundverständnis vermitteln wollen, was ist eigentlich künstliche Intelligenz, was steckt hinter diesem doch recht sperrigen Begriff.
und vor allem auch konkrete Anwendungsbeispiele zeigen. Fürs Verständnis ist es immer ganz gut, wenn man konkrete Beispiele hat, und da werden wir jetzt auch im Laufe dieser kurzen Führung verschiedene Aspekte, verschiedene Themengebiete uns anschauen. Natürlich reicht jetzt die Zeit nicht, dass man da alle Facetten, die irgendwie mit dieser Technologie verbunden sind, behandelt, aber wir werden uns da ja ein paar aus meiner Sicht sehr spannende Themen anschauen. Ja, künstliche Intelligenz, wie gesagt, ein doch recht eigenartiger Begriff, ein recht problematischer Begriff. Zum einen fehlt es uns schon an einer klaren Definition des Intelligenzbegriffes. Also wir können nicht mal ganz genau sagen, was jetzt Intelligenz ausmacht, wie menschliche Denkprozesse im Detail funktionieren. Trotzdem hat man da diesen Begriff gewählt, um solche Technologien zu thematisieren. Phil hat ja vorher beim Anatomy of an AI System schon ganz toll das Amazon Echo aufgedröselt. Ich möchte jetzt auch mit einer Anatomie eines KI-Systems weitermachen. Anatomie im Sinne vom strukturellen Aufbau, und dazu schauen wir jetzt gleich mal darüber. Teil unserer didaktischen Strecke, unserer Trainingsstrecke ist diese schematische Darstellung eines künstlichen neuronalen Netzes. Künstliches neuronales Netz, da haben wir schon wieder so einen Begriff, der von der Biologie inspiriert ist. Genauso wie im menschlichen Gehirn oder im Gehirn von Lebewesen Neuronen informationsverarbeitende Zellen sind auch bei KI-Systemen, bei künstlichen neuronalen Netzen, die Neuronen, die informationsverarbeiteten Elemente. Vielleicht schauen wir da jetzt ein bisschen näher ran, dass wir da was erkennen können. Wir haben jetzt eine irrsinnig einfache Form eines künstlichen neuronalen Netzes. Wir sehen da schon diese Kreise, das sind in dem Fall die Neuronen. Wirklich eine sehr, sehr einfache Form. Es gibt natürlich künstliche neuronale Netze, die aus einer Vielzahl von solchen Schichten bestehen und jede Schicht aus einer Vielzahl von einzelnen Neuronen. Ja, was ist da jetzt so ein Neuron? Im Endeffekt passiert da nichts anderes, als dass ein Eingabewert oder mehrere Eingabewerte in das Neuron reinkommen, aufsummiert werden und dann mit einer mathematischen Funktion umgewandelt werden, und auf der anderen Seite kommt eben dann wieder ein bestimmter Wert raus, der an die nächsten Schichten weitergegeben wird. Das ist so die einfachste Form jetzt mal. Dieses künstliche neuronale Netzwerk können wir jetzt darauf trainieren, dass es möglichst zuverlässig dann erkennen kann, welche Schrift auf dem jeweiligen Hintergrund besser lesbar ist. Du hast schon was ganz was Wichtiges erwähnt. Ich habe gesagt, wir trainieren das künstliche neuronale Netzwerk darauf, dass es das erkennen kann. KI-Systeme, eine entscheidende Eigenschaft von KI-Systemen ist nämlich, dass sie lernfähig sind, dass sie basierend auf bestimmten Trainingsmaterialien, bestimmten Trainingsdaten Dinge lernen können und dann in weiterer Folge beispielsweise Datensätze selbstständig ordnen können, sortieren können, klassifizieren können. So, und jetzt schauen wir uns das mal an, wie das in dem Beispiel aussieht. Also wie gesagt, dieses Netzwerk soll entscheiden, welcher dieser beiden Buttons besser lesbar ist. Der Pfeil hier ist die Einschätzung des Systems vor dem Training quasi. Da würde ich jetzt sogar sagen, es liegt da jetzt mit zufällig richtig, und ich gebe jetzt die Rückmeldung, ja, das war richtig, drücke auf den Knopf. Und was dann passiert, ist die sogenannte Backpropagation. Also ich gebe dann ein direktes Feedback, und dann werden die Verbindungen, oder besser gesagt die Gewichtungen der Verbindungen, angepasst, falls jetzt das Ergebnis falsch war. Schauen wir zum nächsten Beispiel. Ja, da sagt das System jetzt,
wieder der Unterbutton besser lesbar. Ich weiß jetzt nicht, wie gut man das am Stream erkennen kann, aber ich würde sagen, dass doch der obere ein bisschen besser lesbar ist und gebe ihm jetzt das negative Feedback und dann sehen wir da, wie die einzelnen Verbindungen, die einzelnen Kanten dicker oder dünner werden, also wo die Gewichte angepasst werden. Wenn jetzt so ein künstliches neuronales Netzwerk die Gewichtungen umbaut, werden immer genau jene Gewichtungen angepasst, die den größten Effekt auf das Endresultat haben, damit jetzt nicht das ganze Netzwerk als Gesamtes ständig verändert werden muss. So ein Element habe ich da jetzt, ein ganz wichtiges Element habe ich da jetzt noch nicht erwähnt. Es werden beim Training nicht nur die Gewichtungen der Verbindungen angepasst, sondern auch der sogenannte Bias. In dem Fall so etwas wie ein Schwellenwert, der eben dann auch das Ergebnis des Neurons beeinflussen kann. Genau. Ja, also wie gesagt, eine einfache Form eines künstlichen neuronalen Netzwerkes, eines künstlichen neuronalen Netzes. In dieser Trainingsstrecke werden jetzt auch noch die einzelnen Elemente ganz exakt erklärt. Dazu reicht jetzt die Zeit natürlich nicht. Auch andere Netzwerkarten, andere Topologien von künstlichen neuronalen Netzwerken werden da behandelt. Natürlich eignen sich unterschiedliche Arten von künstlichen neuronalen Netzen besser oder schlechter für spezifische Aufgaben. Eine Geschichte, die ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe, wenn wir schon von den Aufgaben sprechen. KI-Systeme, so wie wir sie heute kennen, sind in der Regel immer für ein ganz bestimmtes Anwendungsgebiet entwickelt worden, können dann diese eine Aufgabe sehr gut, oftmals vielleicht sogar besser, schneller als ein Mensch erledigen, können aber dann oder sind mit anderen Aufgaben dann vollkommen überfordert. Man spricht von der sogenannten schwachen KI, also alle KI-Systeme, die es heutzutage gibt, sind schwache KI-Systeme. So, und jetzt zur nächsten Installation, ein ganz ein spannendes Thema, wenn man über künstliche Intelligenz spricht, ist das maschinelle Sehen. Bin mir sicher, dass da viele von euch verschiedenste Berührungspunkte schon gehabt haben, wenn man zum Beispiel an Gesichtserkennung denkt oder eben auch an Bilderkennung ganz generell. Hier bei dieser Installation können wir jetzt sozusagen ja, so ein bisschen hinter dem Prozess schauen, wie die Bilderkennung bei einem sogenannten Convolutional Neural Network funktioniert. Das Modell, das wir hier trainiert haben, heißt VGG16. VGG16 deswegen, weil es 16 Filterschichten besitzt. Und die einzelnen Schichten sehen wir jetzt da auf den Bildschirmen hinter uns visuell dargestellt. Ein Deep Learning Modell, also Deep Learning, auch wieder so ein Begriff. Es gibt keine ganz klare Definition, ab welcher Tiefe ein künstliches neuronales Netz wirklich als Deep Learning bezeichnet werden kann. In dem Fall sagt man aber, das ist ein Deep Learning Netzwerk. Nach der Trainingsphase kann eben dann dieses System verschiedenste Objekte, verschiedenste Klassen erkennen. Bei der Erkennung werden da dann nach und nach die einzelnen Schichten durchlaufen. Also ein Feed-Forward-Netz, also auf der einen Seite kommt über die Kamera ein Input rein und dieser Input durchläuft dann die verschiedenen Filterschichten. Und zwar ist das eine Abfolge von sogenannten Faltungsschichten. Es wird eine Matrix von einer bestimmten Größe wirklich über das ganze Bild bewegt und sozusagen auf verschiedene Art und Weise betrachtet. In den einzelnen Faltungsschichten werden eben dann Merkmale erkannt. In den ersten Schichten noch relativ einfache Merkmale wie Kanten, Bogen, Farbunterschiede. Danach folgt dann ein Pooling Layer, das ist so ein mathematischer Trick, wo redundante Informationen einfach wegrationalisiert werden, um zum einen die Rechenleistung zu erhöhen. Und ein positiver weiterer Nebeneffekt von diesem Pooling zwischendurch ist auch, dass solche CNNs irrsinnig robust sind und nicht so sensibel auf Veränderungen des Blickwinkels oder auf einen anderen Schattenwurf reagieren.
Jetzt habe ich da schon ziemlich viel geplaudert. Ich würde sagen, jetzt probieren wir mal aus, wie gut die Bilderkennung in diesem Fall funktioniert. Wir haben da auf diesem Tisch verschiedenste Anschauungsbeispiele. Man könnte natürlich auch Dinge ausprobieren, die man jetzt irgendwo in der Hosentasche hat oder so. Ja, als maschinelles Auge eine Kamera und ich platziere da jetzt mal das erste Objekt vor die Kamera. Vielleicht zeige ich es euch zuerst mal. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Ja, richtig, ein Elefant. Afrikanisch oder indisch? So. Ich würde sagen, es ist ein afrikanischer Elefant, das erkennt man an den großen Ohren. Und jetzt schauen wir mal, was die KI dazu sagt. Ja, in dem Fall gar nicht so schlecht. Das System ist sich da jetzt nicht ganz sicher, ob es ein afrikanischer Elefant oder vielleicht doch ein Triceratops ist. Der grüne Balken zeigt uns übrigens die Wahrscheinlichkeit für die einzelnen Klassen. Bei KI-Systemen geht es immer um Wahrscheinlichkeiten. Also in dem Fall wurde das System auf 1000 Klassen trainiert und für jede dieser Klassen kommt dann am Schluss eine bestimmte Wahrscheinlichkeit raus. Ja, in dem Fall 40% zu 40% in etwa ein afrikanischer Elefant. So, Sarah, ich würde dir bitten, dass du gleich da ein bisschen in der Nähe vom Ergebnisbildschirm bleibst. Ah, okay. Wir wechseln auf die Hauptkamera. Ich wollte jetzt nämlich noch zeigen, was passiert, wenn ich da jetzt dieses dreidimensionale Objekt mal drehe. Ich habe jetzt den Elefanten um, ja, ich würde sagen, 180 Grad gedreht und plötzlich wird er zur siamesischen Katze, zur französischen Bulldogge, ägyptische Katze und so weiter und so fort. Von hinten, ja, Anzug, Fellmantel, genau. Ja, also man sieht schon, dieses dreidimensionale Tier wird jetzt nicht irrsinnig zuverlässig erkannt, außer ich stelle es wirklich sehr, sehr schön von der Seite in die Kamera. Schauen wir uns jetzt vielleicht noch ein anderes Beispiel an. Aber relativ unschwer zu erkennen, zumindest für uns Menschen. Ja, und siehe da auch, das CNN ist sich da irrsinnig sicher, das muss sich um einen Tiger handeln. Und selbst wenn ich jetzt den Tiger da mal zur Seite drehe oder überhaupt auf den Kopf stelle, er wird immer noch sehr, sehr zuverlässig erkannt. Ja, stellt sich die Frage, warum tut sich das System jetzt bei dem Beispiel deutlich schwerer als bei dem hier. Da gibt es eben den einen Grund, dass wir hier ein dreidimensionales Objekt haben, eine reine Nachbildung eines Elefanten, in dem Fall ein Schleichtier. Kommt relativ nah an einen echten Elefanten ran, aber ist nicht hundertprozentig. Da haben wir jetzt hingegen ein echtes Foto eines Tigers. Dieses System ist mit echten Bildern, mit echten Fotos trainiert worden. Und dementsprechend funktionieren dann auch echte Fotos von den Objekten deutlich besser. Ganz eine entscheidende Geschichte ist auch, das habe ich am Anfang schon erwähnt, wenn ich euch jetzt frage, was das ist, wisst ihr genau, was ich meine. Ihr könnt zwischen dem Objekt, um das es geht, und dem Hintergrund differenzieren. Die Kamera kann das in dem Fall nicht. Es muss immer der gesamte Input analysiert werden. Und dementsprechend spielt dann beispielsweise auch der Hintergrund eine große Rolle. Genau. Ja, Phil hat ja vorher schon über den Extraktivismus im Zusammenhang mit der Produktion oder mit dem Betreiben eines groß angelegten KI-Systems gesprochen. Und er hat, glaube ich, auch über die unvorstellbare Anzahl an Stunden unbezahlter oder schlecht bezahlter
Arbeit gesprochen. Und natürlich, wenn solche Datensätze für Bilderkennungssysteme vorbereitet werden, spielt da auch ganz viel Arbeit eine Rolle. Es gibt in Billiglohnländern ganze Klickfarmen, wo Menschen den ganzen Tag nichts anderes machen, als Bilder zu klassifizieren, um eben dann dem System eine geeignete Vorlage fürs Training zu liefern. Diese Labels werden eben dann mit beim Training mit dem Ergebnis, auf das das System selbst gekommen ist, verglichen, und durch dieses Feedback kann dann das System erst lernen. Ja, und auch wir alle haben schon unbezahlte Arbeit geleistet, haben schon unbezahlt Datensätze klassifiziert, und da möchte ich jetzt kurz das Beispiel zeigen. Manche wissen wahrscheinlich schon, auf was ich raus will. Wenn man sich bei bestimmten Webseiten beispielsweise einloggen möchte, kommt dann ganz oft so ein Prompt: I'm not a robot, Häkchen setzen, und was müssen wir dann tun? Wir dürfen Bilder klassifizieren. Und gerade in den letzten Monaten und Jahren handelt es sich da ganz oft um Szenen aus dem Straßenverkehr. Also wir müssen dann Fahrzeuge labeln oder Ampeln, Schutzwege, Gebäude und so weiter und so fort. Ja, und vielleicht können sich auch manche von euch noch erinnern, was wir davor machen mussten. Bevor dieses Bildklassifizieren dran war, haben wir so distorted Text entschlüsseln müssen, also schlecht leserlichen Text. Und dieses Trainingsmaterial ist dann verwendet worden, um OCR-Systeme, also Systeme zur optischen Schrifterkennung, weiterzuentwickeln. Ja, und warum habe ich das gezeigt? Ich möchte jetzt nämlich noch zu einem ganz spannenden Thema wechseln, ein Thema, das in aller Munde ist, nämlich dem autonomen Fahren. Autonome Fahrzeuge müssen ja auch in irgendeiner Form ihre Umgebung wahrnehmen, und da spielt natürlich Objekterkennung auch eine große Rolle. Und bevor wir da jetzt zum nächsten Projekt weiterschauen, haben wir, glaube ich, eine Menti-Frage. Und da übergebe ich an den Thomas. Wir haben da eine Frage auch zu dem CNN, das du gerade gezeigt hast. Und zwar, ja, Komm mal rüber. Ja. Schauen wir mal, haben wir den Flo und mich da drauf. Wie oft pro Sekunde wird das Objekt vor der Kamera gescannt? Das ist eine sehr gute Frage. Kann ich leider nicht beantworten. Es geht irrsinnig schnell. Also ein großer Vorteil von diesem CNN ist eben, dass das Training zwar relativ aufwendig ist durch die Tiefe des Netzwerks, aber eben durch diese Pooling-Schichten und durch diese Faltungsschichten ist dann die Berechnung irrsinnig schnell. Ich könnte jetzt nur eine Schätzung abgeben, wahrscheinlich, ja, wie schnell hüpft es rum, so alle halben Sekunden, was willst du sagen, Thomas? Kann ich leider nicht zuverlässig schwer zu sagen. Es geht irrsinnig schnell. Ist natürlich im Endeffekt dann auch eine Frage der Rechenleistung, die da dahinter steckt. Ganz genau. Ja. Gut. Dass du auch mal einen Blick auf die Word Cloud werfen kannst, die unsere Besucher vorher gemacht haben. Ich glaube, ein paar Begriffe, die stechen da richtig raus. Zukunft, ja, Ganz eindeutig das Größte. Mhm. Roboter, gleich das Zweitgrößte, hinternach gleich Technologie und Effizienz, aber dann kommt gleich die Gefahr. Ja, natürlich ist vielleicht auch das Bild, das wir jetzt so in den Medien gezeichnet bekommen von künstlicher Intelligenz, ein bisschen ein furchterregendes. Das verbinden, glaube ich, ganz viele Menschen KI gleich mal mit Dystopien, mit Terminator, mit superintelligenten Robotern, die uns dann irgendwie ausradieren. Eine Technologie an sich ist ja grundsätzlich neutral, ist ein Werkzeug. Entscheidend ist einfach, wie man es dann anwendet, würde ich sagen. Und natürlich in der Zukunft, ganz wichtiger Punkt, also wir werden sicher in Zukunft auch ganz, ganz viele unterschiedliche Anwendungsgebiete von KI
Miterleben ganz entscheidend wird werden, wie man damit umgeht. Genau. Ja. Okay, wir bleiben bitte auf dem Bild von meinem Laptop und schalten da um zum nächsten Punkt, über den uns der Flo was erzählen möchte, nämlich... Genau, also ich habe am Schluss kurz über die Trainingsdatensätze gesprochen, dass eben da zum einen sehr, sehr viel schlecht bezahlte Arbeit mit einfließt. Das ist jetzt aber nur ein Aspekt. Ein weiterer Aspekt ist, dass wenn Datensätze von Menschen vorbereitet werden, von Menschen beschriftet werden, fließen natürlich auch die Einstellungen, die Vorurteile der jeweiligen Menschen mit ein. Und zu diesem Thema möchte ich eine ganz spannende Studie vorstellen, eine Studie unter dem Titel Gender Shades. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das Bild schon sehen könnt. Könnt ihr mir ja vielleicht das Signal geben, wenn... Also Regie bitte auf den Laptop umschalten. Was brauchst du denn? Denkst du das ja schon aus? Also ich bin im Bild oder was? Genau, du bist ein Bild im Bild und ich glaube, die Besucher daheim sehen schon. Okay, alles klar, ich bin Bild im Bild. Ja, also Gender Shades ist eine Masterarbeit einer Studierenden am MIT, die Joy Bulamwini. Die hat sich während ihres Studiums mit Gesichtserkennung intensivst beschäftigt und hat dann im Rahmen eines Forschungsprojektes festgestellt, dass sie von Gesichtserkennungssystemen deutlich schlechter erkannt wird als eine Freundin von ihr. Die Joy Bulamwini ist Afroamerikanerin, eher dunkleren Hauttyp und wurde eben einfach von den Systemen schlecht erkannt. Hat dann mal ausgetestet, was passiert, wenn sie eine weiße Maske aufsetzt, und siehe da, plötzlich wurde sie von den Systemen erkannt. Das war dann der Denkanstoß für das Gender Shades Projekt. Sie hat sich da zum Ziel gesetzt, gängige große Gesichtserkennungsalgorithmen zu evaluieren, dahingehend, ob sie Menschen unterschiedlicher Hautfarbe und Menschen unterschiedlichen Geschlechtes gleich gut erkennt oder ob es da eben Unterschiede gibt. Genau. Und jetzt schauen wir uns da kurz die Ergebnisse ein bisschen an. Sie hat da für diese Studie einen eigenen Referenzdatensatz kreiert, bestehend aus 1270 Porträtbildern von Parlamentariern aus Europa und Afrika. Und zwar jeweils drei Parlamente aus Europa und drei Parlamente aus Afrika. Nämlich Parlamente, wo ein bestimmter Anteil von Frauen in der Regierung vertreten war. Und mit diesem Datensatz hat sie eben dann die Systeme evaluiert. Das scrollen wir jetzt ein bisschen runter. Genau, da haben wir ja schon die Ergebnisse. Also evaluiert wurden ein System von Microsoft, ein System von Face++ und ein System von IBM. Face++ ist vielleicht jetzt nicht allen ein Begriff, ist aber insofern sehr relevant, als dass Face++ mit Abstand die größte Gesichtsdatenbank von Menschen in China hat. Also ist in China das am weitesten verbreitete System. Ja, und insgesamt haben alle drei dieser Systeme recht gut abgeschnitten. Spitzenreiter Microsoft mit 93,7% auf Trefferquote und IBM als unter Anführungszeichen schlechtester mit 87,9%. So, und wie schaut das jetzt aber aus, wenn man das dann bezüglich verschiedener Bevölkerungsgruppen analysiert? Die erste Untersuchung war dann, wie gut funktionieren die Systeme bei unterschiedlichen Geschlechtern, und da ist dann schon mal ein großer Unterschied rausgekommen. Also rechts sehen wir immer die sogenannte Error Rate, also in wie vielen
um wie viel Prozent jetzt die eine Gruppe schlechter erkannt wurde als die andere. Und beispielsweise da jetzt beim System von FACE++, das da am schlechtesten abgeschnitten hat, wurden Frauen grundsätzlich schon mal um 20,6% der Fälle schlechter erkannt. Ja, schauen wir da ein Stückchen weiter. Das ist eigentlich dann der spannendste Aspekt dieser Studie. Joey Bulamvini hat sich dann eben auch angeschaut, welche Gruppe am schlechtesten erkannt wird. Und das war jetzt bei allen Systemen ganz eindeutig die Gruppe der Frauen mit dunklerer Hautfarbe. Im Extremfall IBM wurden die nur in 65% der Fälle richtig erkannt. Und natürlich kann das jetzt doch recht gravierende Auswirkungen in den verschiedensten Bereichen haben, wenn man von KI-Systemen schlecht erkannt wird oder gar nicht erkannt wird oder falsch erkannt wird. Dazu vielleicht noch eine Geschichte dazu, wie es mit der Studie weitergegangen ist. Joey Bulamvini hat dann alle Hersteller von diesen Ergebnissen informiert, bevor es dann in einem großen New York Times Artikel veröffentlicht worden ist. Und alle drei Hersteller haben dann auf diese Kritik reagiert und versucht, ihre Systeme zu verbessern. Ein halbes Jahr später hat dann Joey Bulamvini diese Studie nochmals durchgeführt mit den drei selben Herstellern und zusätzlich noch Amazon Recognition und ein Gesichtserkennungssystem von einem amerikanischen Startup namens Karios hat das geheißen. Und Amazon, also diese drei Hersteller haben bei der zweiten Testung dann viel, viel besser abgeschnitten. Amazon irrsinnig schlecht. Und warum erzähle ich das? Weil Amazon Recognition unter anderem in der Strafverfolgung eingesetzt wird. Also es gibt in den USA verschiedenste Polizeidienststellen, die dieses System in der Strafverfolgung einsetzen. Genau. Ich habe vorher schon kurz über das autonome Fahren gesprochen. Ich habe jetzt kurz vergessen, dass ich eigentlich zuerst diese Studie herzeigen wollte. Wir schauen jetzt noch weiter zu einer weiteren Studie vom MIT. Wiederum eine Webseite. Nämlich die Moral Machine. Ja, manchen von euch ist das vielleicht auch schon untergekommen, eine virale Webseite, also die Studienautoren haben da wirklich alles Mögliche unternommen, damit möglichst viele Menschen bei diesem Experiment mitmachen. Und wir schauen uns jetzt einfach mal kurz an, worum es da geht. Es gibt ja immer mehr Bereiche, in denen KI-Systeme Entscheidungen treffen sollen, und es gibt ja auch viele Bereiche, wo Menschen direkt betroffen sind, und dementsprechend stellt sich dann die Frage, ob ethische, moralische Überlegungen bei der Programmierung, beim Anlegen von KI-Systemen eine Rolle spielen sollen. Und genau das wollten die Forscher vom MIT anhand des Beispiels der selbstfahrenden Autos untersuchen. Man kann da auf dieser Website einen Fragebogen ausfüllen mit 13 Szenarien. In jedem Szenario schaut es ein bisschen anders aus. Man schlüpft da sozusagen in die Rolle des selbstfahrenden Autos, und das Auto kann entweder, also die Bremsen des Autos versagen, und das Auto kann dann entweder geradeaus weiterfahren oder auf die andere Spur ausweichen. Und bei beiden Optionen kommen immer Menschen zu Schaden. Das heißt, man wird da in diese Situation versetzt, dass man da dann Menschenleben gegeneinander abwägen soll. Es werden da auch verschiedene weitere Dinge abgefragt. Zum einen wird ausgewertet, ob man jetzt eingegriffen hat oder nicht, ob die Personen oder Tiere oder was auch immer bei
Rot oder bei Grün über die Ampel gegangen sind und so weiter und so fort. Ja, es gibt dann auch ein Paper zu dieser Studie. Es wurden da in etwa 40 Millionen Antworten ausgewertet und da schauen wir jetzt einfach kurz mal rein. Ja, ich glaube, es ist jetzt keine große Überraschung, wenn ich euch erzähle, dass dieses Experiment doch ziemlich heftig kritisiert worden ist in verschiedensten Expertenkreisen. Ein Einwand war beispielsweise, dass man jetzt aus ethischer Sicht Menschenleben aufgrund von einem sozialen Status oder vom Alter grundsätzlich mal nicht gegeneinander abwägen kann. Ein weiterer Kritikpunkt war der Datensatz. Also es hat sich herausgestellt, dass dann ja, die meisten dieser 40 Millionen Entscheidungen von jungen Männern in den sogenannten westlichen Ländern gestammt sind. Trotzdem hat man ja, einen großen Datensatz mit Beispielen aus aller Welt bekommen. Das sehen wir jetzt da auf dieser Karte ganz gut, wo da die meisten Nutzer mitgemacht haben. Und die Forscher haben dann versucht, diese Ergebnisse ja, zu gruppieren, haben da drei so Ländercluster definiert. Auch das kann man natürlich in Frage stellen. Die Ländercluster in dem Fall westliche, östliche und südliche Länder. Trotzdem ganz interessant, welche Ergebnisse da herausgekommen sind. Also beispielsweise wäre da bemerkenswert, dass in den, also es grundsätzlich eigentlich eine Tendenz besteht, dass man eher jüngere Menschen schützt als ältere. Hingegen in den östlichen Ländern schaut das ein bisschen anders aus. Also da werden viel eher ältere geschützt als jetzt in den südlichen und westlichen Ländern. Zu den sogenannten östlichen Ländern wird eben auch der südostasiatische Raum zählen. Ja, oder ein anderes Beispiel. In den südlichen Ländern werden Frauen viel stärker geschützt als in anderen Regionen. Oder genauso in den südlichen Ländern werden Menschen mit höherem sozialen Status eher verschont als in den westlichen Staaten beispielsweise. Genau. Gut, ich würde jetzt zum Schluss nochmal das Thema gerne ein bisschen ändern, so zur Auflockung eine ganz interaktive Station herzeigen. Wir haben jetzt in erster Linie über klassifizierende KI-Systeme gesprochen. Es gibt aber auch KI-Systeme, die basierend auf einem bestimmten Trainingsdatensatz, oder nachdem sie im Training das gelernt haben, selbstständig neue Inhalte generieren können. Und dazu schauen wir jetzt in den hinteren Bereich der Ausstellung. Da haben wir einen ganzen Bereich, der sich dem Thema KI und Kreativität widmet. Und da kommt jetzt bitte einfach mal mit mir mit. Genau, also wir tauchen jetzt in den Bereich AI and Creativity ein. Da gibt es verschiedenste Projekte, wo Künstler mit KI-Systemen sozusagen zusammengearbeitet haben oder KI-Systeme genutzt haben, um Kunst zu erzeugen. Und direkt da um die Ecke ist dann die Installation, die wir uns jetzt anschauen werden. Eine, wie ich finde, wunderschöne Installation namens Gloomy Sunday von Memo Akten. Memo Akten ist ein sehr umtriebiger, sehr erfolgreicher Medienkünstler, der immer wieder mit Arbeiten bei uns im Haus vertreten ist. Memo Akten macht zurzeit auch einen PhD in Machine Learning und ja, befasst sich unter anderem deswegen in den letzten Jahren auch verstärkt mit künstlicher Intelligenz oder wie man künstliche Intelligenz vielleicht in künstlerischen
Prozessen nutzen kann. Für diese Installation hat er ein sogenanntes Conditional GAN mit unterschiedlichen Trainingsdatensätzen trainiert. GANs, Generative Adversarial Neural Networks, sind eben KI-Systeme, die nach einem Training selbst Inhalte generieren können. Eignet sich zum einen sehr gut beim Generieren von Bildern, aber beispielsweise auch Generieren von Sprache oder dergleichen. Vom Grundprinzip her besteht ein GAN aus zwei künstlichen neuronalen Netzen. Das eine Netzwerk wird mit einem bestimmten Datensatz trainiert und kann dann neue Inhalte generieren. Diese Inhalte werden dann dem zweiten Netzwerk, dem Discriminator, sozusagen gezeigt. Und der Discriminator hat nur die Aufgabe zu erkennen, ist das jetzt ein echtes Bild aus dem Trainingsdatensatz oder ist das ein neu generiertes Bild. Die beiden Netzwerke kommunizieren dann miteinander und verbessern sich so gegenseitig. Genau. Wie gesagt, Mima Acton hat dann so ein Conditional GAN in dem Fall mit unterschiedlichen Trainingsdatensätzen trainiert. Und wir haben da jetzt so die Möglichkeit, dieses Netzwerk live auszuprobieren, ein Live-Kamera-Feed, und wir können da jetzt vor die Kamera irgendwelche Sachen hinplatzieren. Und das System macht ihm dann was ganz was Bestimmtes draus. Die Aussage hinter dieser künstlerischen Arbeit ist, dass wir Menschen haben ja auch unsere Erfahrungen, unsere Vorurteile, anhand derer wir uns die Welt erklären. Und ganz ähnlich verhält es sich auch bei KI-Systemen. Ein KI-System kann die Welt sich auch sozusagen immer nur in der Art und Weise erklären, wie sie es vorgelernt hat. Ja. Genau, vielleicht schauen wir da nur kurz die verschiedenen Darstellungen an. Also wir haben da jetzt, glaube ich, unschwer zu erkennen, Bilder aus dem Weltall, Sterne, Galaxien. Und was da auch ganz bemerkenswert ist, ist, dass da immer Bewegung drinnen ist. Also auch wenn sich jetzt eigentlich vor der Kamera nichts bewegt, am Bild ist immer ein bisschen eine Bewegung drinnen. Das wurde jetzt dem Netzwerk aber nicht extra beigebracht, sondern das Netzwerk wurde mit Standbildern eigentlich trainiert und hat trotzdem eine ganz gute Vorstellung davon, wie jetzt sich Wasser bewegen könnte. Oder ein anderes Beispiel haben wir dann mit Flammen, wo die Flammen dann tatsächlich so aussehen, als würden sie lodern. Genau, da haben wir es jetzt. Gut, ja, somit bin ich jetzt am Ende meines Inputs angekommen. Wir gehen jetzt wieder zum Thomas rüber und ich sage ganz herzliches Dankeschön fürs Dabeisein, fürs Mitmachen. Und ja, übergebe an den Thomas. Ja, Flo, komm rüber zu mir. Es sind Fragen aufgetaucht, die wollen wir uns noch anschauen. Das heißt, die Regie blendet uns bitte wieder mein Laptop-Bild ein und da ist gleich die erste Frage beim Thema Snapchat. Was passiert mit den Daten und erstellten Fotos? Weißt du das? Es ist ein großes Thema bei uns gewesen. Wir haben eine Ausstellung unter dem Titel Außer Kontrolle gehabt, wo es eben genau um so Datenschutzfragen gegangen ist. Ich kenne jetzt die AGBs von Snapchat nicht, ehrlicherweise. Ich glaube, das könnt ihr alle bestätigen, dass so AGBs das ist eines sehr, von den sehr ausführlich sind und auch nicht unbedingt so formuliert sind, dass man es im ersten Moment versteht. Und nachdem ich selbst Snapchat nicht nutze, aber ich glaube, der Konsumentenschutz von der Arbeiterkammer, die lesen sich das tatsächlich alles durch und ich glaube, die kann man auch tatsächlich fragen, wenn man konkrete Fragen hat zu Datenschutzbestimmungen von irgendeinem speziellen Dienst. Also die kennen sich da viel besser aus und die bieten da auch einen gratis Rechtsbeistand an, sollte es mal was geben.
Und was da auch vielleicht dazu passt, die Initiative Safer Internet richtet sich in erster Linie an Schüler, Schülerinnen, Eltern und Lehrer, aber die befasst sich auch sehr intensiv mit solchen Fragen und da gibt es auch sehr, sehr viel Infomaterial. Also vielleicht mal Safer Internet oder Arbeiterkammer, genau. Konsumentenschutz schauen. Dann sagen wir, das haben wir beantwortet. Was haben wir noch? Wie groß muss der Unterschied zwischen vorhandenem Bild und neu generiertem Bild sein, sodass es als neues Bild erkannt wird? Puh. Ja, das hängt vom Training ab. Also das hängt halt stark davon ab, wie gut das Netzwerk inzwischen darin ist, einerseits Fälschungen zu erkennen und andererseits möglichst überzeugende Fälschungen zu generieren. Also das kann man jetzt so nicht eindeutig beantworten, hängt ganz stark vom Trainingsdatensatz ab und vom Trainingsfortschritt oder wie viel einfach verwendet worden ist. Gut. Aber ist ja vielleicht nur der kurze Anknüpfungspunkt. Vielleicht kennen ja manche von euch die Website This Person Does Not Exist. Da kann man sie eben so, genau, vielleicht sagen wir es kurz her. Die sagen wir kurz her. Da ist eben ein Garn, das Style-Garn, mit Gesichtsbildern trainiert worden und kann jetzt irrsinnig gute Fakes erkennen, Fakes erstellen, Entschuldigung. Und wenn man jetzt das Bild von meinem Laptop hier sieht, dieser Mensch, den man hier sieht, den gibt es nicht. Genau, den gibt es nicht. Ich generiere mal ein neues Bild. Also im Prinzip, die Webseite besteht eben nur aus einer Homepage, wo ich bei jedem Mal refreshen ein neues generiertes Bild bekomme. Man kann sich dann auch das Paper dazu durchlesen und so andere Beispiele, wie dieses Style-Gun verwendet worden ist. Also es ist nicht nur verwendet worden, um Gesichter zu generieren, sondern eben auch beispielsweise Katzen, Kunst, Pferde und so weiter und so fort. Mir kommt aber vor, dass das in den letzten Wochen besser geworden ist. Ich finde, die Zähne, bei den Zähnen ist besser geworden. Ne? Genau, auf das wollte ich gerade zu sprechen kommen. Man kann es teilweise erkennen, wenn die Bilder generiert worden sind. Also selbst als menschlicher Betrachter, wo man jetzt natürlich in der Art der Analyse bestimmt nicht so exakt ist. Aber man kann es teilweise erkennen. Eben wie du gesagt hast, teilweise Zähne unnatürlich, ganz häufig gibt es dann irgendwo im Bild ein Rauschen. Aber die paar Beispiele, die wir da jetzt durchgeklickt haben, sind irrsinnig überzeugend. Ja. Ja. Aber kann man gerne mal besuchen. thispersondoesnotexist.com, einfach zusammengeschrieben, und kann sich dann selber überraschen lassen, wie gut KI-Systeme tatsächlich schon menschliche Gesichter generieren können, die es tatsächlich so nicht gibt. Genau, ist vielleicht auch noch ein guter Teaser für die Ausstellung. Experte, ein Forscher, ein Künstler bei uns im Future Lab hat eben dieses Style-Gun verwendet und eine wunderschöne Installation kreiert, wo dann tatsächlich auch die Gesichter der Besucher und Besucherinnen mit einfließen. Da werden nämlich dann die Gesichter, die echten Gesichter der Besucher und Besucherinnen mit einem künstlich generierten, durch dieses Gun künstlich generierten Gesicht vermengt. Der Blick auf die Uhr sagt mir, dass wir nicht mehr so viel Zeit haben, aber ein bisschen was wollen wir noch von euch wissen daheim. Denn nachdem wir jetzt vorher auch über autonomes Fahren gesprochen haben und wir haben uns diese Moral Maschinen angeschaut, das heißt, das waren fiktive Szenarien, denen die selbstfahrenden, die autonomen Autos der Zukunft vielleicht mal, mit denen uns mal konfrontiert werden. Und jetzt würde uns natürlich interessieren, würdet ihr mit so einem vollautonomen Fahrzeug fahren wollen? Zum heutigen Stand der Technik, wenn wir sagen, so, da ist das Auto, würdet ihr das tun wollen oder sagt ihr dann eher, na, eher nicht? Und während ihr abstimmt, ist hier noch eine Frage aufgetaucht, die schauen wir uns noch an. Inwieweit ist das Gesicht neu generiert? Von null an weg oder nimmt das Programm Vorlagen zur Konstruktion der Gesichter? Es nimmt Vorlagen insofern, als dass, also jetzt in dem Beispiel, es glaube ich 40.000 Gesichtsbilder von einem frei zugänglichen Datensatz
hochauflösende Gesichtsbilder. Und natürlich nimmt es Vorlagen in dem, dass anhand dieser vielen, vielen Beispiele erlernt, selbst erlernt, wie jetzt ein typisches Gesicht aufgebaut ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass da in der Programmierung angelegt wird, dort bitte Augenbrauen einfügen oder dergleichen, sondern das lernt das System selbstständig aus den vielen, vielen Beispielen. Ja, und bei unserer Umfrage, da zeichnet sich auch ein klares Bild ab. Ja, das finde ich gut. Ja, solange ich jederzeit die Kontrolle habe. Das heißt, Unterstützung durch KI-Systeme, aber wirklich die Kontrolle ganz abgeben. Und ich glaube, mir persönlich ging es genauso. Ne? Auch wenn das vielleicht eine Illusion ist, ich bin mir sicher, dass so KI-Systeme das Potenzial haben, sicherer zu fahren als wir Menschen. Aber im Moment möchte ich auch selbst die Kontrolle haben. Bin ich auch voll der Meinung, es ist generell bei KI-Anwendungen, glaube ich, eine ganz entscheidende Geschichte. The human in the loop, also der Mensch sollte doch noch irgendwie da Einfluss haben. Und ich finde, das ist ein fantastisches Schlusswort. Wir müssen nämlich jetzt tatsächlich Schluss machen. Ich bedanke mich bei euch daheim ganz, ganz herzlich fürs Mitmachen. Das war wirklich großartig. Ohne euch hätte es nur halb so viel Spaß gemacht. Und ich bedanke mich auch ganz herzlich bei unserem Technikteam. Leute, das war großartig. Vielen Dank. Und bei uns im Ars Electronica Center geht es weiter um 3 mit einer Deep Space Präsentation auf Englisch. Das heißt, wenn ihr Lust habt, einfach dann um 3 auf den entsprechenden Link auf unserer Homepage klicken. Und damit sagen wir Dankeschön. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Wir verabschieden uns. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, danke.